Amazon dominiert nicht nur den Online-Handel auf der ganzen Welt, sondern auch das schnell wachsende Geschäft mit Daten und den Speichermöglichkeiten dafür, sogenannte Clouds. Denn immer mehr Unternehmen speichern ihre Daten nicht mehr auf eigenen Servern, sondern eben in einer internetbasierten Datenwolke. Heute nun hat der Amazon bekannt gegeben, dass er in der Schweiz entsprechende Rechenzentren eröffnen will. Harry Stitzel. Der Kampf der Tech-Giganten um unsere Daten. Microsoft hat schon seit einiger Zeit Rechenzentren in der Schweiz. Nun zieht Amazon nach. Werner Vogels, Technologiechef bei Amazon, erklärt, weshalb. Digitale Dienste werden für Unternehmen immer wichtiger. Vor allem in einer Zeit, in der 5G ausgerollt wird. Latenzzeiten müssen klein sein, die Datengeschwindigkeit so hoch wie möglich. Das war der Hauptgrund, weshalb Schweizer Kunden verlangten, dass wir in die Schweiz kommen. Firmen wie Novartis, die Post oder die SBB lagern Daten schon heute in die Amazon Cloud aus, bisher an anderen europäischen Standorten. Hierzulande betreiben auch Schweizer Unternehmen wie Swisscom oder Green Hochleistungsdatenzentren. Sicherheitsexperte Hannes Lubich sagt, wer seine Daten einem US-Konzern wie Amazon anvertraut, müsse zuvor analysieren, ob die Daten sicher genug seien. Ein Schweizer Anbieter kann sich auf die Schweizer Rechtsordnung konzentrieren. Er ist leichter zu überprüfen, weil er physisch hier in der Schweiz zugänglich und überprüfbar ist. Bei einem ausländischen Anbieter hat man sehr viel mehr Aufwand, diese Überprüfung adäquat durchzuführen. Natürlich gilt Schweizer Recht. Wir müssen die Gesetze in allen Ländern, in denen wir sind, einhalten. Wenn unsere Kunden ihre Daten gemäß unserer Richtlinien verschlüsseln, hat niemand Zugang zu ihren Daten. Nur die, denen sie es erlauben. Die Schweizer Datenzentren von Amazon sollen ab Mitte 2022 in der Region Zürich eröffnet werden.